Moin Leute. Ihr hört, ich bin leicht angeschlagen, Junge. Ich bin eben aufgewacht, hab gedacht, Alter, was geht denn jetzt ab? Junge, ich habe irgendwie so Rückenschmerzen, dass wenn ich Zug gekriegt habe. Ich habe mir in der Nacht irgendwie geschwitzt und dann die Decke runtergewühlt, Junge. Dann habe ich jetzt mega Kratzen im Hals und Kopfschmerzen wie Sau. Aber eben Paracetamol reingeschmissen und jetzt so eine Lutschtablette für den Hals, weil heute wird gehackt, Junge. Ich habe jetzt auch keine Zeit und keinen Bock und hier, ne? Krank gibt's halt in der Landwirtschaft nicht. Der Haushalt trotzdem durch. So, wir häckseln heute Roggen für die Biogasanlagen. 45 Hektar oder 43. Und ja, ich muss jetzt gerade noch ein bisschen den Trecker vorbereiten. Einmal ein bisschen Kühler auspusten, Luftfilter einmal ausklopfen. Habe ich bei dem Kleinen, der FL, der fährt auch mit, habe ich bei dem das dann auch schon gemacht. Der Lüssel hat jetzt auch die breiten Reifen wieder drauf. Da habe ich das dann auch umgebaut. Wollte ich eigentlich filmen, aber ich hatte die Kamera nicht dabei. Aber naja, es ist, wie es ist. So. Ja, ich fahre den Bock hier jetzt raus. Also einfach ein Stück zurück. Mache die Haube auf, puste den aus, nehme den Luftfilter raus, klopfe den einmal ein bisschen aus. Und dann geht es gleich um 7 zur Fläche. Wir haben es jetzt 6 Uhr auf dem Kopf. Und ja, um die Bullen muss ich mich auch einmal kümmern. Ne? Wir haben noch ziemlich viel Futter vorliegen. Das wegzuschieben dafür ist eigentlich zu schade. Aber ich schiebe gleich einmal ran, lade den Mist auch einmal hoch, streue einmal Stroh ein. Ja, und dann kann es gleich losgehen. Dann sehen wir uns gleich auf der Fläche. So Leute, wir sind jetzt an der Fläche. Ja, da hinten fette Häcksler und dahinter ist gerade Reinhard, ne, am Anhäckseln und ne, da steht Tim und wenn der hat auch den gleichen Dreiachser Abschieber wie ich, nur dass er halt noch oben hier die Netze drauf hat. Die Transportnetze, die habe ich jetzt nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. Wobei das Roggenzeug fliegt glaube ich leicht weg, also wäre schon, aber komm, ist halt so. Papa kommt gleich auch noch mit dem 411er. Mike, soll ich links rüberfahren auf der linken Seite wegen der Fahrt? Papa kommt gleich noch mit dem 411er und ja, dann geht's hier in die Runde, ne? Ja. Ja, ich melde mich, wenn ich unterm Rohr stehe, ne? Stillstand, zack, zack, und jetzt geht's ab hier. So, jetzt wollen wir nur gleich mal hoffen, hier in der Straße, wo ein älterer Herr über 80 Junggeselle und der ist immer so hier. Sheriff von Seahorse, also glaubt er zumindest,
Und der hat da Schild aufgestellt, Trecker 25 km/h. Und egal, also du kannst auch mit, also selbst wenn du nur mit 20 lang fährst, ist ihm das schon zu schnell. Da steht er immer Straße, ist immer winken. Dann springt er manchmal auf die Straße, hält dann an, droht einem damit, irgendwie Knüppel mit Nägel vor die Räder zu schmeißen. Oder dann hat er irgendwie einen Wasserschlauch, aber schon Wasserschlauch da an der Wand hat. Weil dann kannst du einem, wenn du mit dem Trecker langkommst, dass er dann da um die Ecke steht und dich dann mit dem Wasserschlauch nass spritzt und so. Also der absolute Pfanne heißt, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Also, ja, naja, gibt ja Leute, die sind so. Fläche Nummer 1, ganz einfach. Ja, dann muss ich gleich beim Wiegen die 1 drücken und dann muss ich, gleich noch einmal leer wiegen. Und dann, da geht der ganze Spaß hier weiter. Mit heute und morgen irgendwie halber Tag. Wird hier ein bisschen Roggen gekutscht, ne? Und dann morgen Nachmittag wird zugedeckt, weil Freitag soll es angeblich regnen. Angeblich sogar irgendwie über 12 Liter. Die können wir auch ganz gut gebrauchen, weil wenn ich immer so durch die Gegend fährst, dir die Grünstreifen anguckst, ja, dann sieht das teilweise so aus wie in Spanien so an der Straße. Links und rechts, Seitenstreifen, das Gras alles vertrocknet. Da mag irgendwie die Wiese, wo ein paar Rotwein drin liegt. Die Wiese ist auch komplett braun, weil das Wasser einfach fehlt. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das mit den 12 Litern tatsächlich so bleibt. Und dass sie nicht so schlagartig kommen, sondern irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich sag, so angenehm so über den Tag hinweg. Ne? Da bringt es nämlich am meisten. Ja, ich wiege gleich und dann geht schon wieder los. Unser Sheriff steht da schon wieder an der Straße. Ich bin hat er ja überall selber so ein Verkehrsschild, das heißt überall einen so ein Verkehrsschild selber gemalt, ne? Mit freiwillig 30 km/h, ne? Und unten drunter dann Treckergespanne 25. So, dann bin ich da gerade mit Strich 25 bin ich da vorher gefahren, ne? Und er stand da schon wieder an der Straße und war da so am Winken. So, ne? Ich habe einfach freundlich zurückgegrüßt und bin dann einfach weitergefahren. Alter, ey, wenn er hier gleich ankommt, dann sag ich ihm, dass er sich nicht so aufregen soll, das ist nicht gut für Blutdruck, gerade in dem Alter. Also es geht schon wieder los, ey. Also ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß echt nicht, was das soll. Wir machen doch hier einfach nur unseren scheiß Job. So, und da muss er sich halt einfach mit abfinden. Also das, was soll das? Ich verstehe das nicht. So, das, ja, egal. Was soll ich mich darüber aufregen? Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier Messer brauche, weil die sieht so aus, als wenn der gleich voll ist. Aber hier mal Schwenk rum. Hey, aber ehrlich, ich sehe das gleich schon wieder, wie er da steht und uns da irgendwie wieder droht, dass er irgendwas auf die Straße werfen will, irgendwie Nägel mit Knüppel oder irgendwie sowas. Ach, Knüppel mit Nägel, meine ich. Und ja, keine Ahnung. Aber was willst du da machen, ey? Naja, ich riech mich nicht auf. Bringt sowieso nichts. Ich hoffe einfach nur, wenn er bei mir hier gleich auf den Tritt springt, dann hoffe ich einfach, dass die Kamera am Laufen hat, damit er das einfach mal mitkriegt, was man sich hier teilweise antun muss. Vor allem, es ist immer der gleiche Typ. Ne? Es ist jedes Jahr dasselbe. Jedes Jahr immer dieser Kerl. Naja, ich riech mich nicht auf. Hat sowieso keinen Sinn. So, muss jetzt unter das Rohr. Ich melde mich später nochmal. So Leute, oh, da kommt ein Auto. Ja, bleibt mal da mal stehen. Ah, perfekt. Ich habe euch jetzt mit Absicht gemacht, hier so hingemacht, ihr seid meine Zeugen, ne? Dass ihr gleich die 25 km/h aussieht, die der Herr fordert. Guck, das ist eine nette. Die hat sogar gegrüßt. Sehr nett. So, ich hoffe, ihr seht das. So, wir haben jetzt, kommen wir mal jetzt Tempomat rein. 23, aber ein bisschen schneller kann ich einfach rein. So, ich habe jetzt bei 24,2 ist ein Tempomat drin. Da vorne nach der Kurve steht er gleich. War eben schon
am Fotos machen, habe ich über Funk gehört mit dem Handy. Und jetzt hat er auch sein Auto da mitten auf die Straße gestellt. Ja, Mann, das war eine hässliche Farbe von der Karre. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier steht. So, ich fahre hier, ne, 24 km/h, GPS 23. Film das ja auch zur Sicherheit, damit ihr mir das glaubt. Ja, jetzt hat er seine Karre hingestellt, da fahre ich auch immer schön dicht dran lang, so. Dass er schön Angst um seinen Spiegel haben muss, also. Es war leider nicht da. Aber was willst du machen? Vielleicht ja gleich auf dem Rückweg. Ich lasse die Kamera da sitzen. Und dann kriegen wir es ja vielleicht mit, wie er uns von. Na, mach doch mal die Augen auf. Ja, genau. Ja, fast vom Masten bevor, das ist erstmal wichtig. So, komme ich da jetzt rum, ohne an die Karre zu fahren? Jo. Gut. So ein Spinner, ey, über Funk haben sie gesagt hier, ah, der macht ja schon Fotos mit dem Handy. Das hat er sein Auto dahingestellt. Ey, so ein Spinner, ehrlich. Na, komm. Naja, ich lasse euch mal die Kamera da mal sitzen und dann mal gucken, ob er gleich mal zu Gesicht bekommt, mit was wir uns hier immer auseinandersetzen müssen. Es geht wieder los. Ich hoffe, ihr seht das. Ihr seid meine Zeugen. So, ich mache hier jetzt, ne? Ups, falscher Tempomat. So, ja, jetzt hier, zack. 24,4 Tempomat. 25 hat er auf sein Schild drauf geschrieben für Trecker. Ne? Das Auto hat er jetzt noch weiter auf die Straße gestellt. Ey, was ein Idiot. Steht er da? Ey, das ist doch so ein. Ehrlich, ey. Jetzt, guck mal, ist das Fenster da offen? Da steht er jetzt die ganze Zeit vor. Ich jage ihm gleich einfach einen Spiegel ab, ehrlich. Also, so ein Spinner. Jetzt sollen wir gleich an die Straße kommen, ey. Ich verstehe nicht, wie kann man einen nur so terrorisieren? Wie kann man so im Kopf sein? Wie kann einem so langweilig sein? Dem ist doch einfach nur langweilig. Ich meine, wir machen ja, was er will. Wir fahren damit 25 lang, ganz langsam. Ne? Dann ist ihm das aber noch nicht genug. Das ist einfach pure Langeweile. Und dann stellt er da das Auto hin, um einen noch irgendwie zu behindern und zu provozieren. Irgendwie, ich weiß nicht, was das soll. Also, nee, das ist so ein Querulant. Ich weiß nicht, wie man so sein kann. Warum ist man so? Kann mir das mal einer erklären? Ich verstehe das nicht. Wir machen hier doch einfach nur unsere Arbeit. Ehrlich. Habe ich absolut kein Verständnis für solche Leute. Aber weißt du, dann geht man halt immer, man geht halt immer drauf ein, man ist immer nett und freundlich und keinen Bock auf Stress mit diesen Spackos hat. Aber ich kann ja auch schon vorfahren. Wenn man keinen Bock auf Stress mit solchen Leuten hat. Und dann geht man da halt wirklich auf deren Wünsche ein und dann ist das trotzdem nicht genug und man wird von einem werden Fotos gemacht und also ehrlich, was ist in dem Kopf von dem Typen los? Das würde mich jetzt mal interessieren, ey. Ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf. Mann, ey. Also, ja. Ich hoffe nachher einfach, dass ich irgendwie zwischendurch, wenn ich da lang fahre oder wenn ich von Weitem sehe, dass er da wieder steht. Oder wenn er mich anmacht, dann mache ich die Kamera an. Keine Ahnung, wenn er irgendwie die Bullen rufen will oder was, oder keine Ahnung, dann weißt du, dass ich dann auch was wenigstens als Beweis habe, ne, was er für ein. Ist. So, mein Hase, wo willst du es hinhaben? Wieder an der Wand? Ja, genau.
Fahrradfahrer, die gehen richtig schwer auf. Ja, das kannst du auf. So, und jetzt vorwärtsgang rein, abschieben. Das habe ich mit meinem Tempomat auf 0,5 km/h programmiert. Ne, und jetzt drückt das runter. Das war hier ganz sinnig. Ja, upa! Na, die Wand da, die drückt sich jetzt zurück. Ja, und ich fahre jetzt ganz langsam 0,5 km/h. Ne, da das Ding auf Dauerfeuer, drückt das komplett raus. Und wenn es dann gleich runter ist, dann ja, dann fahre ich die Wand wieder zurück, mache die Klappe zu. Das ist ein ganz ordentlicher Wagen. Sieht auch schier aus, finde ich, so in Schwarz. Lass die Wand wieder zurückfahren, mach die Klappe zu und ab geht's. So, jetzt gerade noch wieder meine Stufe tauschen. Stufe 2. So. Klappe ist zu. Da unten ist auch so eine rote LED. Wenn die leuchtet, ist die Klappe auf und nicht verriegelt. Und wenn die halt aus ist, ist die Klappe zu und verriegelt. Dann weiß halt immer, dass die Klappe zu ist. Das ist richtig gut, finde ich. Ich lasse den Dings da jetzt gerade noch ganz zurückfahren, weil man sieht da in der Ecke, na, da liegt ja ein bisschen was, und dann fährt das nicht auf die Straße runter, sondern hier auf der Platte. Und dann sammeln wir nicht alles so ein. Ah ja. Ich melde mich später. Du kannst dir nicht ausdenken, ey. Ich fahre da kurz vorher bei dem Typen. Ich fahre da kurz vorher, draußen steht keiner. In dem Moment, wo ich an seinem Auto bin, bam, springt das oben das Dachfenster auf und er guckt da raus. Ey, er steht da oben einfach die ganze Zeit am Fenster und wartet einfach darauf, dass wir hier vorher fahren. Also ehrlich, ey, wie kann man so viel Langeweile haben? Aber egal. Das ist der letzte Wagen für mich von der Fläche. Das kann mir der Typ egal sein, aber ich finde das trotzdem einfach schlimm. Wie halt einfach, also wie man halt einfach, also wie der einen halt einfach so im Griff hat, ne? So einfach, du machst halt einfach, was er will, und der will ja dir nicht auf den Sack gehen, so. Ich meine, selbst wenn er uns nicht auf den Sack gehen würde, würden wir da ja langsam langfahren, so, ne? Aber er geht uns halt einfach maximal auf den Sack und behindert uns, indem er das Auto auf die Straße stellt, ne? Oder, ja, der macht ja immer voll, ich weiß gar nicht, was er so, ehrlich, wie kann man... In der meisten Standard ist er bei mir von Trecker. Was für eine Saugelei, ey, mein Gott. Aber ich muss da hingehen, wie ich so da. Ja, ne, und also und behindert uns ja wirklich. Weißt du, weil er das Auto da auf die Straße stellt? Ich komm die Becke hier rein. Fahren wir natürlich. Ja, komm mal her. Ne, und dadurch, dass er sein Auto auf die Straße stellt, müssen wir ja von der Straße runterfahren, dadurch dann auch einfach den Grünstreifen in den Arsch, was eigentlich gar nicht sein müsste. Also, ehrlich, irgendwann. Keine Ahnung, irgendwann überfahre ich ihn, glaube ich, mal aus Versehen oder so, ich weiß es nicht. Also, das geht. Ich freue mich schon wieder auf den Maisernte nächstes Jahr. Da kommt jetzt Zwischenfrucht hin, nächstes Frühjahr wieder Mais eingelegt. So, dann geht es ja schon wieder los, ne? Fährst du dann mit dem Güllefass durch, steht er da die ganze Zeit, geht dir auf den Sack. So, und dann nächstes Jahr beim Häckseln halt wieder das gleiche, steht dann auch wieder und geht dir auf den Sack. Naja. Was willst du machen? Es gibt halt Menschen, die sind halt einfach komisch. Und der ist es ganz besonders. So. Kommt nix. Ich lade den Wagen hier jetzt ab.
und fahre dann zur nächsten Fläche und dann sehen wir uns da. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt auf einer von unseren Flächen. Also es ist mittlerweile 20 vor 3. Wir haben es draußen 27 Grad. Also schon wieder mächtig warm. Ne? Und man sieht hier unseren Roggen, der ist schon stellenweise so heftig gelb, wenn er den noch eine Woche stehen lässt. So, da könnte man den eigentlich schon fast dreschen. Ne? Aber der legt sich halt hin. Und das dann mit dem Drescher zu kriegen, das ist ganz schön schwierig. Man sieht hier auch neben mir, das hier ist Ackergras. Auch einfach nur Steppe. Also es muss ganz, ganz nötig wieder regnen. Ne, und da sind drei Störche, die sich hier wohlfühlen. Und da kommt der Häcksler. Ja, so sieht das aus. Also wir müssen jetzt heute schaffen wir wahrscheinlich noch diese Fläche. Das sind 7,03 Hektar und das sind irgendwie 3, noch was, also die da sind irgendwie 3, noch was Hektar. Wenn wir das heute schaffen, dann haben wir ganz gut was weggeschafft heute. Dann müssen wir morgen irgendwie noch einen halben Tag oder so. Und dann, ich glaube, ich fahre mal ein Stück vor und stehe neben. Ja, dann müssen wir morgen noch einen halben Tag. Und dann läuft das. Dann haben wir hier Stoppelland. Und dann für Freitag steht Regen drin. 12 Liter, 12,8. Also wenn die wirklich kommen, wäre das wirklich gut. Und für Samstag steht auch wieder Regen drin und für Sonntag. Also das heißt, man könnte hier tatsächlich irgendwie eine Zwischenfrucht reinsäen und die würde sogar wachsen, weil es Wasser gibt. Also wenn das wirklich so kommt, dann hoffe ich es. Aber es ist meistens so kurz vor knapp, so ein Tag vorher, bam, ist der Regen einfach weg. Das können wir einfach überhaupt nicht gebrauchen, ne? Weil man sieht es halt einfach. Das ist halt einfach furz trocken. Da hinten, da guck mal, da im Grundstück, da die ganzen Tannen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht auf der Kamera, aber da hinten, da sind ja über so Tannen, die sind alle tot. Alle vertrocknet. Ja. Ja. So sieht das Ganze hier aus. New Holland Häcksler FR 920. Auch mit so einem New Holland Schneidwerk da. Wobei, es ist ja, glaube ich, dieser eine Hersteller hier, ich habe vergessen, wie er heißt hier. Und das einfach nur in New Holland Farbe angemalt. Ja. Ja, das ist irgendwie ein gewiss hier so wie mit Kreiselheuer von Fendt und Feller. Das ist ja eigentlich ein Feller, aber der ist halt einfach in Fendt-Farben angemalt. Und hier, das ist ja bei dem Schneidwerk da genau das gleiche. Ja, nö, ja. Ja, ich fahre hier mal so ein bisschen weiter. Wir machen hier mal ein bisschen weiter hier, ne, dass das hier noch irgendwie mal vorwärts geht. Und dann, melde ich mich später nochmal. So, die große Fläche da hinten, die ist jetzt komplett ab und die kleine hier haben wir jetzt auch schon fast zur Hälfte runter. Ja, jetzt werden sich natürlich einige Leute fragen, Philipp, warum häckselst du denn den Roggen? Druschkulturen sind auch dieses Jahr so teuer, den hättest du doch besser dreschen können. Nee, weil erstens ist das hier eine besondere Sorte für Biogasanlagen, ne? Also die heißt KWS ProGas, die ist darauf ausgelegt, dass sie besonders viel Masse bildet. Ne? Also, wenn man jetzt mal da hinten hinguckt, so der Roggen, der ist teilweise so groß wie ich. Ne? Also das ist richtig, richtig zorniges Zeug. Und wenn man hier mal so hinguckt, so in den Bestand da hinten so hin, der ist sehr, sehr stark lageranfällig. Also der legt sich langsam hin. Ne? Hier vorne am Vorgewende sieht man es. Und dann, wenn man dann hinten im Bestand reingeht, so, dann fängt er so langsam an, sich hinzulegen. Und wenn man den dann halt, sag ich mal, dreschen würde oder bis zur Ernte warten würde und da geht einmal ein Regenschauer rein,
dann liegt das Zeug halt komplett und dann brauchst du einen sehr, sehr geduldigen Drescherfahrer. So, dazu kommt dann halt, dass diese besondere Bioka-Sorte halt nicht besonders viel Kornertrag bildet. Also man sagt eben so 10% weniger als normaler Roggen. Das wird hier wahrscheinlich dann eher noch ein bisschen mehr sein, weil erstens haben wir hier keine optimalen Bedingungen. Wir haben hier Sandboden, wir haben wenig Regen gehabt und ja, genau, das ist es eigentlich. Und deswegen bildet er hier halt einfach nicht so den Kornertrag. Das heißt, man hätte dann wahrscheinlich irgendwie, wenn es gut läuft, einen Ertrag von 5 Tonnen vom Hektar. So, dann musst du Druschkosten selber tragen, den Transport selber tragen. Und bei der Biogasanlage fürs Häckseln, da krieg ich das Häckseln halt, also die Biogasanlage bezahlt das Häckseln und den Transport. Und wenn man sich dann auch vorstellt, dass hier dann der Regen reingeht und der Roggen legt sich halt komplett hin, dann kriegt man es auch nicht mehr sauber aufgedroschen. Das heißt, du hast dabei dann halt auch einfach immense Verluste, was den Ertrag da angeht. Und deswegen ist das halt, haben wir uns halt dazu entschieden, den Roggen hier zu häckseln. Wir haben auch noch eine andere Sorte Roggen stehen, das ist halt ein ganz normaler Roggen. Der wird selbstverständlich gedroschen, ne? Den haben wir auch, eine Abschlussbehandlung gemacht. Haben wir bei dem hier jetzt nicht gemacht, wenn ihr hier die Pilze, die Blätter anguckt, da ist auch alles voll mit Braunrost. Oh, Häcksler, zugekaut. Dazu kommt dann auch, ne, dann gibt es ja die Diskussion, Teller statt Tank. So, das ist ja auch immer so eine Diskussion, die aktuell geführt wird. Da kann man aber natürlich sagen, also viele argumentieren dann immer, ja, das, was wir hier produzieren, das kann man nicht zu Lebensmitteln machen, weil das nicht die Qualität hat. Ist bedingt richtig, also alles in Deutschland ist ja geregelt und wir sind ja alle beim Bäcker die ein und dieselbe Qualität gewohnt. Und man kennt das, jedes Brötchen ist gleich groß, jedes Brot sieht gleich aus, alles schmeckt gleich. Und das liegt halt einfach daran, dass es für Getreide eine bestimmte Norm gibt, die es erfüllen muss, damit es halt dann halt eben Brotgetreide wird, also Brotroggen oder Brotweizen. Jetzt mal so als Beispiel. So, und diesen Brotroggen, den können wir hier ganz einfach nicht herstellen, weil wir hier nochmal auf Sandboden wirtschaften. Hier ist es sehr trocken, wir haben hier Wasserknappheit und dementsprechend erfüllen wir mit dem Produkt hier die Norm nicht. Das heißt, selbst wenn ich die Absicht hätte, hier Roggen anzubauen für die Lebensmittelproduktion, fahre ich damit zur Mühle. Und die machen daraus am Ende dann trotzdem Futter, weil mein Produkt die Qualität einfach nicht hergibt und somit auch nicht die Norm erfüllt. Ja, also ich mache hier Ackerbau und verkaufe das dann. Am Ende entscheidet dann die Qualität und die ist bei uns grundsätzlich schlecht. Und deswegen füttert man dann halt den Roggen an Tiere, Schweine beispielsweise. Ja, und dann macht man halt aus einem minderwertigen Produkt ein hochwertiges Produkt, weil das Schwein frisst den minderwertigen Roggen und dann schlachtest du das Schwein und du hast dann wertvolles Schweinefleisch. Wobei wertvoll jetzt heutzutage auch eher bei den Preisen. So. Ja, deswegen nennt man tierhaltende Betriebe ja auch Veredelungsbetriebe. Ne? Das ist deswegen, ne? So. Das einmal dazu. Ja. Ja, wir machen hier jetzt noch ein bisschen weiter, wir machen hier diese Fläche jetzt noch, dann will er gleich immer ein Messer schärfen, das macht er aber, also bei seinem Häcksler, das macht er aber an der Firma, weil das ja alles so furztrocken ist und wenn da irgendwie ein Funke schlägt und das fängt an zu brennen, dann ist der Häcksler weg und das ist nicht gut, deswegen fährt er zu viel war, stellt sich da mit dem Wasserschlauch nehmen. Ja, und wir gucken dann gleich mal, dass wir eine Fläche finden, wo ein bisschen feuchteres Material ist, weil in den Haufen müsste jetzt mal wieder ein bisschen was Feuchteres rein. Ich bin so wie nach Hause. Wir haben es jetzt 9:45 und ja, wir haben bis 8:30 gemacht. Gerade aus dem ersten Feierabend Bierchen getrunken. Die anderen sitzen dann noch, aber ich muss mich noch um die Bullen kümmern. Eben einmal Futter ranschieben, Kraftfutter geben. Ja, und morgen früh geht es um 7 weiter auf der nächsten Fläche. Und dann müssen wir noch 16 Hektar, haben sie eben, glaube ich, gesagt. Und ja. Denn das morgen Nachmittag Silo zu machen,
sind morgen nämlich angenehme hier 32 Grad. Freue mich schon drauf. Und dann mit der Silofolie, weißt du, dann hast du ja die weiße Seite oben und dann blendet dich das so in die Fresse so und boah, jetzt. Nur hier die Steppe hier. Katastrophe. Muss echt nötig regnen. Aber alle Wetterdienste sind sich einig, Freitag kommt Regen. So. Und ich will mich auch gar nicht irgendwie darüber beschweren. Also angeblich soll es irgendwie etwas knapp 13 Liter werden. Ja, aber ich will mich ja auch gar nicht, wenn es irgendwie nur 5 werden oder so, dann will ich mich gar nicht beschweren. Ich bin über jeden Tropfen unheimlich dankbar. Weil es ist halt einfach viel zu trocken. Naja, so, ich kümmere mich jetzt um die Bullen und dann sehen wir uns morgen. Guten Morgen! Ich bin jetzt auf dem Weg zu der zur nächsten Fläche. Ist auch gleichzeitig die weiteste Fläche. Dann hier kommt jetzt der Steinmäler Berg. Und wir fahren jetzt alles, also den kompletten Roggen zur Einnahmen-Biogasanlage. Weil da passt alles hin und jetzt irgendwie noch so einen zweiten kleinen Haufen auf der zweiten Biogasanlage machen, macht halt einfach so irgendwie so gar keinen Sinn, so, weil lohnt sich halt nicht, ne? Und jetzt musste dann halt auch heute Nachmittag nur einen Haufen zudecken. Ich meine, der ist zwar ein bisschen größer, aber trotzdem geht das schneller, wie wenn du zwei kleine zudeckst. Naja. So, anscheinend muss ich jetzt hier abbiegen. Timmy einfach hinterher, so, weil heute Morgen wusste ich nicht so ganz genau, wie man jetzt für Fläche dahin kommt, weil die eben so ganz komisch irgendwo mit drin liegt. Und auf dem Luftbild habe ich jetzt keinen Schotterweg irgendwie so gesehen. Also ja. Naja, ich melde mich später. So, das ist gerade Flächenwechsel mit ein bisschen Wartezeit. Die eine Fläche, die da jetzt kommt, das sind nur so ein halber Hektar, geht auf einen Wagen drauf, deswegen habe ich gerade ein kleines Päuschen. Ich habe jetzt gerade lecker Brötchen gegessen, kleines Frühstücksbäuschen gemacht oben, später haben wir es jetzt. Oh, 20 nach 10. Na, das hier ist jetzt das Häufchen. Den haben wir gestern Morgen um 7 angefangen, dann um halb neun aufgehört und dann heute Morgen um 7 auch wieder los und jetzt haben wir es ja bei halb 11. Das ist ja bis jetzt zusammengekommen. Der Rot Walz tut dann T7 315. Ja. Auch ein ganz schönes Kamel, das Ding. Komm mal ran, Philipp. Ja, ich komme. Na okay, erscheint reich. Ja, ich lade jetzt ab. Und dann freue ich gleich von rein. Da war die Tankkarte. Ich habe gedacht, ich komme heute noch hin, aber nee, doch nicht. So, bis später. So, wir sind jetzt auf der letzten Fläche. Was hier sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, knapp 5 Hektar. Wir haben es jetzt 14:45. Ich habe eben 3100 Stunden auf den Hobel hier drauf geeiert. Und es ist draußen knacker heiß. 35 Grad, sagt der Trecker. Gemeldet waren 32. Uff. Und wir wollen nachher, also wir müssen ja nachher noch den Silohaufen zudecken, ja, aber also das kann von mir aus, wenn wir gleich fertig sind, wenn wir, ja gut, wer weiß wie spät, da sind wir auch schon wieder 2 Stunden weiter. Ja, dann ist 16 Uhr, ne? Dass man, ja, und bis wir dann zur Goldgang kommen, 17 Uhr, ja, vielleicht ist es dann schon wieder ein bisschen abgekühlt, aber trotzdem immer noch brülle heiß. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ich sag wie es ist. Und naja, hier der Roggen hier, der sieht auch schon wieder ein bisschen grüner, ein bisschen feuchter aus. Das war eben so die ganzen Reste da, dieses trockene Zeug, was wir da eben. Hier haben wir auf Bahngleise beim Spritzen reingefahren, du Donnerwetter. Was wir da eben weggehäckselt haben, also das hatte 60% TS, also das war. Quasi Stroh, ne? Aber hier, wenn man dann hier mal guckt, ne, da sind die Helme noch ein
bisschen grüner. Hier wird der Trockensubstanzgehalt etwas geringer sein, hoffentlich. Aber das kriegst du am Haufen ja auch nicht vernünftig verdichtet. Naja, so. Wir machen das hier mal fertig und ja, dann melde ich mich später mal. So, Leute, wir sind fertig. Ich habe nichts mehr abgekriegt, rein unter den letzten Wagen. Das Häufchen. Und wenn ich das jetzt richtig, also wenn wir jetzt eben da noch so. Ein Kollege hatte eben immer mal gesagt, dass wir jetzt 1000 Tonnen im Haufen haben und wenn jetzt von den Flächen, die wir gerade noch abgeerntet haben, ungefähr das runtergekommen ist, die auch, oder die war eine kleine und eine etwas größere, ja, dann müssen das ja so etwa 1200 Tonnen da im Silo sein. Ich freue mich jetzt auch richtig auf Abdecken. Es ist 17.12 Uhr und wir haben es 32 Grad. Das ist auf jeden Fall entspannt. Naja, Leute, das war es jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall. Beim Abdecken nehme ich euch nicht mit. Brauche ich nämlich beide Hände. Und ja, dann vielen Dank fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.